Jetzt geht es weiter mit dem normalen Ablaufplan. Jetzt müssten wir normalerweise zu den Petitionen kommen, und zwar Top 81, also 39 erledigt. Top 81 plus Empfehlung zu den Petitionen. Die SPD hat darum gebeten, die Petition 3376 aus 19 getrennt abzustimmen. Dann stimmen wir erst darüber ab. 3376 aus 19. Wer stimmt zu? Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltungen von SPD, DIE LINKE und Frau Öztürk so beschlossen. Dann rufe ich auf die übrigen Petitionen 195506 insgesamt. Wer ist für die Schlussempfehlung? Das ist das ganze Haus. Dann ist das so einstimmig beschlossen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 66, Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Antrag der Landesregierung betreffend Entlassung der Landesregierung wegen der Haushaltsrechnung usw. 1949, 31 zu 1937, 16 zu 1933, 28. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Das übrige Haus. Dann ist dies so beschlossen. Tagesordnungspunkt 76, Beschlussempfehlung, Bericht des Innenausschusses 1955-12 zu 1948-77. Wir sind uns einig, die Berichterstattung haben wir immer zur Kenntnis genommen. Wer ist für die Beschlussempfehlung? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 77. Beschlussempfehlung, Bericht des Sozialen Integrationspolitischen Ausschusses 1956-22 zu 1954-13. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? SPD. So beschlossen. 78. Schlussempfehlung, Bericht des Sozialen Integrationspolitischen Ausschusses 1556-23 zu 1954-45. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 79. Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Wirtschaft. Kollege Lenders zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, nichts Dramatisches. Wir bitten nur, den Punkt 2 getrennt abzustimmen. Dann stimmen wir über den Punkt 2 getrennt ab. Wer ist dafür? Wir sind jetzt beim Punkt 2 dieser Beschlussempfehlung. So, wer ist dafür? Die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die LINKE und die Frau Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. Dann haben wir dem dramatisch zugestimmt. Ja. Ich will nicht kleinlich erscheinen, aber ich nehme an, wir haben über die Ziffer B abgestimmt, weil zwei sehe ich in der Beschlussvorlage nicht. Also ich nehme an, wir haben über das abgestimmt, was der Kollege Lenders vorgeschlagen hat und der Kollege Rudolph interpretiert hat. Also ist das B? Kollege Lenders, ist 2 oder B? Also ist B 2, das ist ja klar. A ist 1 und B ist 2. Also, jetzt müssen wir die ganze Beschlussempfehlung noch. Die ganze Beschlussempfehlung, Top 79, wer dem zustimmt. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen. SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. Top 80. Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie usw. 195699 zu 195442. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. Dann haben wir den Punkt 85. Schlussempfehlung Haushaltsausschuss 195746 zu 195409. Bitte, Herr Rudolph, drücke mal drauf. Herr Präsident, wir bitten, unter Buchstabe A Ziffer 1 getrennt abzustimmen. Also A Ziffer 1. Hat jeder mitbekommen? Das ist 1, ist A, also A Ziffer 1. Wer für A Ziffer 1 ist, bitte ich um das Handzeichen. CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE, die Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. Das ist A Ziffer 1
mit diesem Ergebnis. Ich weiß gar nicht, um was es bei euch geht, aber ich nehme mal an, dass jeder dafür ist. Gut, also dann ist es so beschlossen. Und dann rufen wir abschließend auf den Rest der Beschlussempfehlung. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. Dann so beschlossen. Jetzt kommt Punkt 86. Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses 195747 zu 195414. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. Und ich rufe auf den Punkt. Das war's. Das waren die Beschlussempfehlungen. Keine mehr im Wunsch. A1, B, C, also alles klar. Dann hätten wir die ganzen Schlussempfehlungen jetzt alles erledigt. An dem Punkt klären wir später.